Hallo und willkommen bei Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und heute schauen wir uns mal wieder ein Werk von uns an. Und zwar ist das hier ein Saber Rider Doujinshi, könnte man sagen, von mir. Der ist mittlerweile schon fast 20 Jahre alt. Ich sehe hier in der Signatur, 2003 habe ich den gemacht. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre es noch gar nicht so lange her gewesen. Und ist schon eine Ewigkeit, 2 Jahrzehnte fast. Ich war damals ein Riesenfan von Saber Rider and the Star Sheriffs. Das lief in den, ich glaube, so frühen 90er lief das im Fernsehen. Und es war eine der ersten Anime-Serien, die ich so überhaupt gesehen habe. Auf jeden Fall eine der ersten Mech-Serien. Man sieht hier im Hintergrund, die hatten hier diesen Mech, der sich auch verwandelt hat. Ramrod hieß der. War super einflussreich für mich. Also diese Anime, Action, Mechs, alles so Sachen, die ich damals noch nie gesehen habe als kleines Kind. Und Jahre später, so fast knapp 10 Jahre danach, nachdem ich das gesehen habe, habe ich so aus Nostalgie einen Fan-Comic gemacht davon. Und es ist, glaube ich, bis heute kein richtiger Saber Rider-Comic oder Manga erschienen. Ich weiß nicht, ob es in Japan sowas gibt. Ich weiß, in Amerika haben sie versucht, so um 2010 rum eine Saber Rider Comic-Serie zu starten, haben aber die ganzen Designs verändert. Und das finde ich ziemlich witzlos. Also entweder du bietest das den nostalgischen Fans an oder du machst halt eine neue Serie. Aber irgendwie so eine alte Serie zu nehmen, die Designs so zu verändern, dass man sie kaum wiedererkennt, ja, hat nicht funktioniert offensichtlich. Verständlicherweise. Ja, ich würde sagen, wir schauen da mal direkt rein. Das habe ich gemacht und wollte das eigentlich so selbst kopiert als kleine DIN A5 Heftchen dann verkaufen auf Messen für den Spottpreis von 1,50 Euro. Ja, sehr günstig. Ist aber nie passiert. Also ich habe das einfach just for fun gezeichnet. Habe es nie auf irgendwelchen Messen oder so angeboten. Und habe es auch lange Zeit wieder vergessen. Bis vor kurzem, da hat mich ein Zeichnerkollege gefragt, ob ich jemals sowas gemacht habe, so ein Fan-Comic, basierend auf nostalgischen Gefühlen. Und ja, da ist mir eingefallen, diesen Saber Rider-Comic habe ich mal gemacht. Und dann habe ich den wieder rausgesucht. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich eine ganz gute Episode. Und ja, schauen wir einfach mal direkt rein. Das Cover hier unkoloriert noch. Aber eigentlich ganz cool hier. Die drei Hauptcharaktere, Saber Rider, Fireball und Colt, stehen auf der Hand von dem Mac Ramrod. Wobei, wenn man sich die Beine anguckt, sie stehen jetzt nicht wirklich auf einer Hand zumindest. Ja. Saber Rider habe ich keine Lust gehabt, die Füße zu zeichnen. Und sein Schritt wird gleich Kontakt mit Ramrods kleinen Finger machen. Der Einzige, der richtig solide steht, ist Fireball hier. Der Colt steht auch noch so mit einem Fuß nur drauf. Aber was direkt auffällt ist, obwohl das jetzt schon 20 Jahre her ist, du hast auf jeden Fall schon vor 20 Jahren diesen Stil gehabt, dass du ja mit unterschiedlichen Strichstärken arbeitest. Also dick, dünn. Ja, und das fand ich schon immer, war mir schon immer wichtig. Auch bei Zeichnern, die ich mochte, die haben alle diese dick, dünnen Linien gehabt. Nur wusste ich damals nicht, wie man das wirklich macht. Es ist alles gefaked hier mit dem Fineliner immer tausendmal über die Linie gegangen, damit sie ein bisschen dicker ist und so weiter. Was ich mich frage, dachtest du früher, dass das Scar Sheriffs hieß? Oder es sieht irgendwie so aus. Es liest sich eher wie Scar Sheriffs anstatt Star Sheriffs. Nee. Who knows? Ich war mir schon sicher, dass es Star Sheriffs hieß. Warum das hier jetzt so aussieht, weiß ich nicht so genau. Okay. Weil das S hier hat ja hier noch einen Strich und hier hat es keinen Strich. Okay. Ich meine, dass ich das Logo abgezeichnet habe vom richtigen Logo, aber keine Ahnung, was vor 20 Jahren da in meinem Kopf abging. Na gut. Ja, dann gab es hier so eine kleine Credit-Page mit Chibi-Version der Saber Rider-Charaktere. Sehr cool. Teilweise eigentlich ganz lustig hier, dieser Fireball, der so eine Art Spielzeug, also wie so ein Bobby-Kart hat von seinem Fahrzeug. Colt, der mit so einer Wasserpistole so einen Outrider abschießt. Und hier der Bösewicht, der Oberpfadfinder, Nemesis, der nach unten guckt und sagt, was für ein Scheiß.
Pencils, Inks und Script, Art, everything else, alles von mir. Ja, hier ein Saber Rider. Ich weiß nicht mal, wie dieser Charakter hieß. Irgendwie die Schlange, die Klapperschlange. Hm. Ich weiß es nicht mehr genau. Und Jesse Blue, der verliebt war in April. Ja, die erste Seite direkt eine coole Splash-Page. Ein bisschen arg weiß, weil die schwarzen Flächen, die habe ich, also geplant war, die digital einzufügen. Mhm. Und das wäre hier bei Saber Rider irgendwie fast alles. Und hinten das ganze Cape von Nemesis wäre auch alles schwarz gewesen. Ja. Sehr cool. Aber an sich finde ich ein ganz, ganz gutes Cover. Also wäre der Nemesis noch ein bisschen tiefer, hätte man hier auch genug Platz für ein cooles Logo. Ja. Und dann geht's auch direkt los. Ich lese den Text, oder sollen wir den zusammenlesen, abwechselnd? Können wir machen, ne? Weil ich finde es ganz lustig, mal so zu lesen, was man damals so fabriziert hat. Okay, fang einfach mal an. Ich glaube, das ist ja alles nur der eine. Das ist alles nur der, wie heißt der denn? Commander Eagle, glaube ich, ist sein Name. Mhm. An alle Star Sheriffs, es tut mir leid, euch bei eurem Urlaub zu stören, aber es ist ein dringender Notfall eingetroffen. Outrider sind zurück. Sie sind auf dem Weg nach Yuma City. Tut mir leid, aber du hast ja gehört, was der Mann gesagt hat. Aber keine Angst, Colt kommt wieder. Da fliegt Colt in seinem Jet. Ja. Hey Cowboy, ich könnte Hilfe gebrauchen. Na, warte, du bist Colt, dann muss ich Fireball sein. Ah, okay. Hey Cowboy, ich könnte Hilfe gebrauchen. Howdy, Rennfahrer, ich eile. Hast dir wohl ein paar neue Freunde angelacht? Ich finde es eigentlich vom Zeichenstil ganz, ganz passend. Also ich habe versucht, so gut wie möglich diesen Anime-Stil nachzuahmen aus der Zeichentrickserie. Und ich finde, die Designs sind auch nachvollziehbar, auch von den Fahrzeugen und so. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht besonders viele Fahrzeuge gezeichnet. Was mir auch gefällt, dass du hier auch auf starke, dicke Outlines zurückgreifst, um mehr diesen tiefen Effekt zu haben. Dass Dinge im Vordergrund immer diese dicke Outline haben und Sachen, die mehr im Hintergrund sind, sind eher halt mit einem dünneren Stift geinkt. Ja. Sowas verleiht der Seite mehr Tiefe auf jeden Fall. Ja. Und man sieht auch, ich habe teilweise billiges Werkzeug benutzt hier, die guten schwarzen Linien, das sind wahrscheinlich gute Microns. Hochwertige Fineliner und das hier sind wahrscheinlich billige Filzstifte oder so, weil das war eigentlich schwarz und das ist jetzt alles schon verfärbt nach 20 Jahren, ist jetzt alles so ein ekliger Braunton. Ich hau dich da raus, Kleiner. Jiha! Wir müssen sie unbedingt aufhalten, bevor sie an die Stadtgrenze kommen. Die übernehme ich, du alter Angeber. Nee, das bin immer noch. Ah, okay. Immer Firewall. Die übernehme ich, du alter Angeber. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich überrascht bin, wie dynamisch hier die Action auch abgeht. Hier die typischen Missiles, die hier so chaotisch durch die Gegend fliegen, wie man es durch Saber Rider kennt. Und er rutscht hier, macht hier so einen Drift und ballert mit der Kanone. Und dass du bewusst hier ein bisschen Freiraum lässt und nicht alles, also das Panel über die ganze Breite gehen lässt. Sehr. Und auch hier das erste Panel, wie es interagiert mit dem dritten Panel. Schon ganz in Ordnung. Und auch hier diese Geschwindigkeitslinien, dass auch der Hintergrund so skizziert ist, um die Geschwindigkeit von Fireballs Fahrzeug nochmal darzustellen. Ja, ist eigentlich ziemlich solide. Die Soundeffekte sind jetzt nicht bestens gezeichnet, aber hat ein bisschen Charme. Kling! Und dann wird hier dieses Outrider-Fahrzeug in der Mitte durchschlagen. Nein! Explodiert und vorbeigeflogen kommt Saber Rider. Hey, Säbelschwinger! Na, großer Anführer, wie lautet der Plan? Wir müssen Zeit gewinnen und sie zurückhalten. April ist mit Ramrod auf dem Weg hierher. Bis sie kommt, müssen wir die Blechnasen alleine unterhalten, Kameraden. Schickt sie zurück in die Phantomzone, Leute. Genau das wollte ich hören. Ich komme runter und leiste dir Gesellschaft. Ich bin dabei, Amigos. Zurück in die Phantomzone. Ich
Ich habe mich komplett auf die Action konzentriert. Also ja. So irgendwie große Story ist hier nicht dabei. Das ist nur Star Sheriffs gegen Outrider. War diese deutsche Synchro wirklich so, dass, sie, dass er Saber Kameraden gesagt hat? Oh ja, ich habe mich versucht, sehr an die, an die Dialoge der Serie zu halten. Und ja, reden viel Unsinn zwischendrin. Das war hier noch ein bisschen vor meiner Zeit. Saber Rider habe ich ja nicht so mitbekommen. Ich glaube, in Japan heißt Saber Rider auch komplett anders. Gell? Ja, also, ja, das ist irgendwie Bismarck, Spaceship Bismarck oder sowas ähnliches. Ich habe auch versucht, die Action noch ein bisschen gewalttätiger zu machen. Mhm. Hier werden die Köpfe in der Mitte durchtrennt und hier der Oberkörper vom Unterkörper. Sind die Outrider abgesägt. Menschen oder sind das Roboter? Also in der deutschen Version sind es Phantomwesen, die, wenn sie getötet werden, zurück in ihre Heimat geschickt werden, in die Phantomzone. Okay. Somit stirbt keiner wirklich. Hm. Aber in der japanischen Version sind es wie praktisch wie diese Stormtrooper bei Star Wars. Es sind schon Menschen unter diesen Kostümen und die werden dann getötet und dann sind sie halt tot. Aber für die deutsche Version wird es ein bisschen entschärft. Okay, wo fange ich dann hier oben an? Okay. Seid ihr sicher, dass wir hier lebend wieder rauskommen, Leute? Mit denen werden wir doch locker fertig, Colt. Na gut, es geht los. Hier, der Saber Rider ist hier besser hier, aber es passt nicht so ganz zum Rest, weil ich habe hier so ein bisschen mein Feeling reinbekommen, wie Saber Rider in meinem Stil aussehen soll. Ja. Und auch hier die Reflexion von den Outrider in seinem sehr Säbel. Cool. Ja. Und auch die Outrider gefallen mir noch heute eigentlich ziemlich gut. Sind mir eigentlich ganz gut gelungen damals. Hier, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier ist ja dieser Oberbösewicht irgendwie. Nemesis. Der Nemesis noch zu sehen, aber hier hast du wohl anscheinend gedacht, ja, das ist eigentlich unnötig für die Seite, für die Story, dass er jetzt auf der Seite hier gerade erscheint. Und deswegen hast du ihn nicht geinkt. Anscheinend. Bei den Waffen habe ich auch nicht so Lust gehabt, hier zu zeigen. Bei Fireball ging es noch, nur beim Colt hatte ich dann keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich habe schon schlimmere Waffen in Comics gesehen, das ist schon okay. Aber hier geht dann direkt die Action ab. Blam, Pang, Blam, Blam, Kling. Im Säbel durch den Kopf durch, sowas hat man in der Zeichentrickserie, glaube ich, nicht gesehen. Und hier Löcher durch den Körper geschossen. Schon. Ja, ist schon krass, was für einen Unterschied unterschiedliche Stifte machen. Also, dass die so arg die Farbe verändern. Jetzt hier bei den, die Zeit, genau, bei den Layern. Braun. Ja, ist schon krass. Sie ziehen sich zurück, wie es aussieht. Ich glaube nicht. Seht mal, es ist ein Renegade. Die Bösen hatten auch ihre eigenen Mechs und es waren die Renegade-Einheiten. Und die sind immer gegen Ende der Episode aufgetaucht, damit es am Ende immer einen Mech-Fight gab. Mhm. Ja, und hier öffnet sich dann so diese Wüstenlandschaft und dann kommt von unten aus dem Boden diese Renegade-Einheit. Sehr cool. Ist jetzt vom Design nicht ganz so kreativ wie die meisten japanischen Renegades in der Serie, aber ich habe mein Bestes gegeben. Was ich damals, wie alt war ich da? So 21? Ach so, also das ist ein Original Design von mir. Ich glaube, das ist ein Original Design. Ich weiß es nicht 100%. Vielleicht war das aus der Erinnerung noch irgendwie aus der Serie, aber weiß ich nicht mehr genau. Da komme ich wohl gerade rechtzeitig. April! wer sagt das? Naja, ist ja auch egal. Na, dann machen wir doch die große Einsteige. Das ist so typisch Saber Rider. Ja, ja. Ihr wart spitze, jetzt macht noch den Renegade fertig. Die April, die habe ich, ich weiß nicht mehr genau von was, aber ich meine, den Körper und so habe ich, da habe ich, also das Kostüm habe ich verändert, aber der Körper ist von irgendeinem Adam Warren. Okay. Entweder Adam Warren oder Satoshi Urushihara. Ich glaube sogar eher Satoshi Urushihara, Plastic Little oder sowas. Von irgendwo habe ich das auf jeden Fall geklaut. Aber man sieht auch ganz offensichtlich, dass sie viel besser gezeichnet ist als die meisten anderen Charaktere. Mm. Wenn du jetzt hier den Fireball im Hintergrund vergleichst. Aber Ramrod ist mir ganz gut gelungen. Ganz schön hässlicher Renegade. Vielleicht können wir ihn etwas verschönern. Was, Leute?
Seid ihr bereit? Bereit für die Kampfbereitschaftsphase 1. Ramrod übernimmt ab sofort die Steuerung. Bestätige April. Übernehme Steuerung. Hoch damit und raus mit ihnen. Kampfbereitschaftsphase 1. Volle Energie. Also die ganze Verwandlungssequenz, die musste da rein. Die ist so wichtig. In jeder Saber Rider-Episode sieht man diese Verwandlungssequenz von Ramrod. Und vor allem dieses Hoch damit und raus mit ihnen. Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie sagen raus mit ihnen oder rauf mit ihnen. Ich glaube, rauf mit ihnen macht mehr Sinn. Es ist ja nicht so, dass sie die jetzt rausschmeißen. Volle Energie und fertig ist die Ramrod-Infanterie. Der Ramrod ist jetzt nicht so gelungen. Irgendwie die Splash-Page, irgendwie sieht das so ein bisschen, weiß nicht. Macht mich jetzt heutzutage nicht so glücklich, dieses Bild. Auch die Speedlines sind ziemlich mäßig. Hier schießt der Renegade-Raketen und ich finde eigentlich hier diese Schraffierungen, ich nenne es mal Schraffierungen, auch wenn es eigentlich nur gekritzelt ist, eigentlich ganz gut. Der Effekt kommt eigentlich ganz gut rüber, Mir dass er gefällt auch getroffen seine wurde. Pose, genau. Also man erkennt auch in der Pose gut, dass er gerade getroffen wurde und so ein bisschen Wankt. nach hinten wankt. Ja. Dann fährt er so Omega-Red-artige Tentakel aus und hebt ihn hoch und erwürgt ihn am Hals. Sehr cool. Wenn man einen Roboter denn erwürgen kann. Und hier die Blitze, Elektro-Attacken. Die Star Sheriffs werden gegrillt innerhalb des Ramrods. Schnell, Maverick Blaster. Wie gefällt dir das? So. Da. Und ein Kick. Das hebt die Stimmung. Typisches Saber Rider, dumm Geschwafel. In den Boden getreten. So, und jetzt ist Schluss mit lustig. Hier, der Ramrod gefällt mir schon viel besser. Warum hat er auf den Seiten davor nicht so gut ausgesehen? Wobei hier halt auch noch die schwarze Koloration fehlt. Wird besser wirken, wenn die schwarzen Flächen auch wirklich schwarz wären. Wollte ich alles digital machen, ist aber nie passiert. Die finale Attacke hat immer. Ramrod hat ihm am Ende aus der Brust kamen die ganzen Kanonen raus und dann hat er die Ramrods gegrillt damit. Oh, Jawohl. Yeeha. Und er sagt nichts. Fireball ist ruhig. Solange Gefahr droht für das neue Grenzland, werden sie da sein, um es zu schützen. Die Star Sheriffs. Ja, eigentlich ganz lustig. Ist jetzt bei weitem kein Meisterwerk, aber für so einen kleinen Fancomic. Ich meine, es ist trotzdem viel Zeit und Mühe da Absolut, hineingeflossen. ja. Und das Comic ist jetzt vorbei hier, aber hier hinten dran habe ich noch haufenweise Sketche. Also hier ist eine kolorierte Version vom Cover. Ist jetzt von der Koloration wirklich sehr mäßig eigentlich. Vor allem komischerweise, also dieses komische Braun, das sollte eigentlich schwarz sein. Weiß nicht, ob da meine schwarze Patrone leer war oder was da los war. Weil ich sehe auch, dass ich den Saber Rider hier mit Filzstift irgendwie nochmal schwarz ausgemalt habe. Ja, keine Ahnung. Und hier hatte ich ein paar Referenzfotos aus dem Internet rausgesucht für die Kostümdesigns und so, damit ich die besser zeichnen kann. Total zerrissen. Top Screenshots. Ja, Top damals gab es noch auflösend. nicht so hochauflösende Bilder im Internet. Die waren irgendwie alle so 200 mal 300 Pixel. Und unzählige Sketche. Diverse Ah, ich finde, man Design-Sketche. erkennt auf jeden Fall, dass du damit sehr viel Liebe rangegangen bist. Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben, muss man schon sagen. Also ich habe sehr viel lizenzierte Comics schon gelesen, die mit vielleicht einem Drittel der Liebe hergestellt worden sind. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Ja, also wenn irgendein deutscher Verlag, die Retrofabrik zum Beispiel, die gerade erst vor kurzem die alten EHPA He-Man Comics rausgebracht hat. Jetzt bin ich schon total im 80er-Fieber. He-Man Turtles, Saber Rider.
Ja, wenn irgendjemand Saber Rider Comics machen will, ich bin gerne dafür bereit. Wäre Mordspaß, irgendwie Saber Rider Mangas zu machen. Ja, sehr cool, Ja, ja. Wobei hier. ich lustigerweise, ich glaube, dass so die, mit Ausnahme jetzt vielleicht von dir, aber so die Haupt-Saber Rider-Fans sind, glaube ich, gar nicht so die Anime- und Manga-Fans. Wahrscheinlich Nostalgiker aus den frühen 90ern, Ja. so wie ich, so ungefähr meine Altersgruppe, die vielleicht nicht so viel Animes guckt, keine Ahnung, nicht mehr guckt zumindest, Ja. aber aus Nostalgie wahrscheinlich doch mal noch zugreifen würde. Wer weiß. Und hier die ganzen anderen Ikonen aus dieser Zeit: He-Man, Captain Future, Brave Star. Bei Captain Future ist es ja auch irgendwie so, dass es ganz viele Leute gibt, die Captain Future kennen aus ihrer Jugend und es auch geguckt haben und es auch lieben, aber also mit Animes generell haben sie nichts am Hut. Ja, das war halt die Generation, da war Anime und Manga noch kein Thema. Ja. Das Captain Future war einfach nur eine Zeichentrickserie, die anders und interessant war. Aber dass das aus Japan kommt oder so, das war damals nicht so wirklich bekannt oder interessant. Es war einfach nur für Sci-Fi und Star Trek-Fans war Captain Future ein Muss. Ja. Ja, viele Kostümdesigns, die ich hier gemacht habe. Und damit ich die Kostüme auch richtig zeichne. Hier ist teilweise noch ein bisschen anderes Page-Layout. Hier wacht Colt erschrocken auf neben der Frau. Da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil es ihn so schwach darstellt. Ich wollte eher, dass er so als cooler Frauenheld dasteht. Versuch Nummer zwei, das Ding Und auszudrucken. diesmal ohne Schwarz. Keine Ahnung, was da damals das Problem war. Auch die Koloration ist ganz merkwürdig, weil die hier so flächig ist. Ich habe das so mit dem Maskenwerkzeug koloriert. Würde ich heutzutage nicht mehr so machen. Ja, ich glaube, das war's eigentlich. Hier sind nur noch sehr leicht gezeichnete Skizzen. Nochmal ein paar Köpfe. Aber ja, ich wollte damit auch nur mal zeigen, dass wir, oder dass ich in dem Fall, aber auch wir, einige Comics schon gemacht haben, aber die wenigsten Comics werden wirklich veröffentlicht oder sehen. Werden von anderen Leuten gesehen. Meistens hat man das für sich gemacht, einfach just for fun. Es gibt unzählige, ich habe glaube ich, keine Ahnung, 3000 Seiten mit Sketchen und Zeichnungen, Fanart, die ich gemacht habe von den 90ern bis in die 2020er eigentlich. Die Sachen, die nie irgendjemand sieht, die noch nicht mal auf Instagram oder so hochgeladen werden, weil die sind nicht fertig oder gefallen mir nicht und das ist einfach Practice. Man zeichnet einfach aus Übung. Und das war einfach so ein Nostalgieprojekt, weil Saber Rider mir so am Herzen lag und mich so geprägt hat damals, dass ich unbedingt mal so einen Comic machen wollte. Es gibt ja keins, wie gesagt. Es gibt ja meines Wissens keinen Saber Rider Comic oder Manga. Und ja, da musste ich mal eins produzieren und habe versucht, alles reinzupacken, was mir wichtig ist. Von den Raketen, die sich so merkwürdig bewegen, zu Mech-Fights. Und den Dummgelaber. Da machen wir doch die große Einsteige. Ja. Ja, sehr cool. Ziemlich spaßig. Wenn ich in nächster Zeit nochmal irgendwas ausgrabe, noch ein paar, vor allem Comic-Projekte, weil lose jetzt irgendwelche Fanarts zu zeigen, finde ich jetzt nicht so sinnvoll, aber so abgeschlossene Comic-Geschichten zeige ich immer gerne. Und ist auch Inspiration für andere, denke ich, weil man sieht, dass es jetzt nicht weit entfernt von großartigen Zeichnungen. Und ich war da, wie gesagt, 21 schon. Da haben andere Zeichner, wenn ich an Joe Madureira denke, der hat ja schon X-Men gezeichnet. Hat aber auch wesentlich früher angefangen zu zeichnen und war auch schon früher konfrontiert mit Comics als ich. Habe erst mit 15 so wirklich angefangen, 14, 15 Comics zu sammeln. Und ja. Ist einfach interessant, in der Zeit zurückzuspringen, mal zu gucken, was man damals fabriziert hat und welche Dinge man beibehalten hat und welche Dinge sich krass Ja. verändert haben. Und ich würde sagen, wie du gesagt hast, diese Dick-Dünn-Linien, das habe ich beibehalten. Und so Die Dynamik diese einfach. Dynamik, dass Ja. immer so irgendwas in den Vordergrund kommt oder so, das sind auch immer Sachen, die mir sehr gut gefallen. Wie es auch hier bei diesem Panel ist, Ja. der Saber Rider.
Da erkenne ich schon meinen Zeichenstil ein bisschen wieder, aber es kam im Laufe der Jahre natürlich viel dazu, weil man immer wieder neue Künstler entdeckt, die einen inspirieren. Ja, aber gut, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob ich daraus irgendwann mal was mache. Ich habe schon überlegt, ob ich noch mal ein paar Seiten, so 5, 6 Seiten neu zeichne in meinem aktuellen Zeichenstil und es dann so als selbstgetackertes Heft verschenke an Kunden. Also wenn jemand meine Comics kauft, weißt du, was ich meine? Wenn jemand Comics von mir kauft im Wert von 30 €, dann kriegt er so ein Heft dazu gratis oder irgendwie sowas. Weil irgendwie finde ich es schade, dass damit nichts passiert, dass das einfach nur bei mir rumliegt. Und bestimmt hätte der eine oder andere Spaß daran. Hey, wir sind hier auf YouTube. Also, wenn das jemand sieht, der Interesse daran hätte, dann schreibt einen Kommentar. Schreibt einen Ganz Kommentar einfach. und ja, ich würde nämlich gerne irgendwas draus machen, aber ich weiß nicht, ob es Nachfrage wirklich gibt dafür, weil ich kenne jetzt nicht so viele Saber Rider-Fans, außer so meine guten Freunde, die mit mir da aufgewachsen sind in dieser Zeit. Ja gut, dann machen wir jetzt mal die große Aussteige und beenden das Video mal. Genau. Was ist denn dein aktueller Comic, Thomas? Mein aktueller Comic Shaolin Grandmaster Killer Nummer 2, den findet ihr in meinem Shop zum Beispiel auf thomas-dezalik.com. Aktuelle Infos und Artwork von mir findet ihr auf meinem Instagram thomas-dezalik. Und wie sieht's bei dir aus, Steve? Mein Comic Gashapao Band 2 ist dieses Jahr ganz neu rausgekommen. Ja, könnt ihr bei mir erwerben. Dazu müsst ihr mich einfach nur anschreiben. Infos dazu auf meiner Webseite stevesozalik.com oder meinem Instagram steve-sozalik. Alle Links findet ihr auch unter dem Video. Und ja, hier schon mal ein großes Danke. Wir haben unsere 100 Abonnenten erreicht. Das war so unser kleines Ziel für dieses Jahr. Aber ja, das Jahr ist noch lange nicht vorbei. Deswegen abonniert unseren Kanal, liked unsere Videos, teilt unsere Videos. Kommentiert unsere Videos. Es freut mich sehr, dass unter unseren letzten Videos ein paar ja, Kommentare dazugekommen sind. Also ihr seid eifrig dabei und das freut uns sehr und wir sehen es. Und ja, bis zum nächsten Mal.